Ja, hallo, guten Tag. Wir sind hier in Lüdinghausen beim Area 4 Festival. Und bei mir sind jetzt Guido und Jan-Dirk von den Donuts. Und ja, herzlich willkommen erstmal. Habt ihr Durst? Wollt ihr was trinken irgendwie? Kaltgetränk? Ich hab Wasser können dabei. Ja, da kommt unsere junge Dame gerade schon. Hier, guck an. Ja, wir sind im lautesten Wohnzimmer Nordrhein-Westfalens. Ist für euch quasi ein Heimspiel. Ihr kommt ja schließlich aus Münster. Ja. Und ja, wie ist das denn so? Area 4 versus Rock am Ring haben wir uns das letzte Mal getroffen. Ist ja hier alles ein bisschen familiärer, ne? Ja, das Schöne ist ja, dass es wirklich so um die Ecke ist. Ich glaube, Alex ist, wir haben mal vor 2 Jahren ja auch gespielt, der ist dann mit dem Motorrad einfach hierhin gefahren und abends auch wieder zurück, weil es ja wirklich, also ne, wir könnten theoretisch mit dem Fahrrad fahren, wenn es nicht so anstrengend wäre bei dem Wetter. Das ist halt echt super. Und ich find's geil, weil es so ein, irgendwie so ein gemütliches Festival noch ist, obwohl es ja schon sehr groß ist. Aber um die Ecke in der Nachbarschaft, schön mitten in Westfalen. Und ein sehr gemütliches Klima herrscht hier vor. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Anstrengend wäre es natürlich, mit dem Fahrrad hier hinzukommen. Ihr habt ein sehr anstrengendes Jahr hinter euch. Neues Album, Wake the Dogs, ist im April, glaube ich, rausgekommen. Dann jetzt den ganzen Sommer die Festivalsaison. Im Herbst geht es, glaube ich, nochmal auf Tour. Was macht ihr denn danach? Gibt es sowas wie eine Winterpause, Guido? Nee, im Winter gibt es auch noch ein paar Daten auf jeden Fall halt für Konzerte. Und dann geht es ja so langsam wieder gebrösel los mit neuen Songs, ne, die man sich ausdenken muss. Und ja, da bin ich mal gespannt, wo der nächste Ritt so hingeht musikalisch. Also ich bin offen für alles, aber erstmal, das kommt dann erst, wie gesagt, wenn die Tourdaten durch sind und ich habe einfach Bock auf die Tour und will erstmal auf die Straße. Alles klar, verstehe. Ja, der Claim dieses Festivals lautet ja das lauteste Wohnzimmer Nordrhein-Westfalens. Ich habe gehört, da ist irgendwas geplant mit einem Sofa auf der Bühne. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, also richtig viel weiß ich auch nicht. Ich war gerade dabei, als hinten Backstage besprochen wurde, wo kommt das Sofa hin? Weil A, sollen die natürlich sehr gut sehen können, B, können die aber auch nicht mitten im Weg sitzen. Ich habe vorgeschlagen, es einfach direkt hinter Schlagzeug zu stellen. Und Eike kann sich mit draufsetzen, fände ich sehr gut. Nee, aber ich bin vor allem gespannt, was das für ein Sofa ist, weil man konnte es ja anscheinend irgendwie online stellen und dann wurde das schönste Sofa ausgewählt. Wie schön muss denn ein Sofa sein, dass man da irgendwie für votet? Ja, wir sehen uns dann ja Ende Oktober, um genau zu sein, am 28. auch nochmal im Europapark Rust beim Finale der Deutschen Skateboardmeisterschaft. Da werdet ihr ja auch sonntagabends auftreten. Habt ihr eigentlich einen Bezug zum Skateboarding? Weil ne, unsere Zuschauerschaft interessiert das natürlich. Ja, schon. Also ich wollte in Rust auch mitfahren, weil ich bin früher selber gefahren und dachte so, ich habe es in Pause gemacht, ich wollte dem Nachwuchs auch ein bisschen was gönnen, dass die auch mal ein bisschen mal ins Licht kommen, so. Also sagen wir mal, so einen lockeren 180 kriegen wir noch hin. Also das war's dann auch. Nee, ich bin früher gefahren, aber wirklich echt mal scheiße. Zu meinen Höchstzeiten, das Beste, was ich konnte, war alle 5 Versuche vielleicht ein Impossible und 360 Flip, aber sonst war es das graue Nummer 1. Und ich würde gerne wieder fahren, ich vermisse das auch. Nur ist das Ding, Gitarre spielen mache ich lieber als Skateboard fahren, falle ich auf die Hand, fällt Gitarre spielen weg und das wäre scheiße. Zumal Eike, unser Schlagzeuger, sich schon mal 2 Wochen vor einer Europatour hat er sich schon mal den Arm gebrochen beim Snowboard fahren, was ziemlich, ziemlich scheiße war und von daher muss ich leider aufs Skaten verzichten, so leid es mir tut. Und ich hatte früher, ich sag's immer wieder, von den jungen Herren hatte ich früher ein Poster bei mir über dem Bett hängen. Und Mama hat immer gesagt, ich hatte das ganze Zimmer voller Skateboard-Poster. Okay, was sind da für alle Apenköster, die immer mit den ollen Hüpken auf dem Brett? Ich habe gehört, eure Eltern kommen heute Abend auch. Ja. Da wird gesoffen, 3000. Mutter kommt, wir haben den Jägermeisterfass angerollt und dann wird erstmal. Mama ist ja immer auf Festivals immer richtig gepicht. Da wird erstmal mit Schwung durch den Tisch getreten. Wie war es bei dir? Wie war deine Skateboard-Historie? Ja, auch eine? Ja, 13, 14, 15 sehr viel Skateboard gefahren. Was denn? Bevor es die Band gab, sind wir schon fahren gewesen auf dem Tube. Das stimmt, ja genau. Bevor es die Band überhaupt gab, haben wir schon zusammen das Skateboard malträtiert. Doch viel. Ich war natürlich oft in Münster und immer zu Titus und dann erstmal sich schön in die Halfpipe gesetzt und irgendwie ein paar Videos geguckt, dann völlig aufgepeppt dann raus und selber geskatet und sich gewundert, dass man nicht so gut ist und sich doch sehr oft ablegt. Aber das ist auch sehr lange her, leider. Also ich habe dann irgendwann auch aufhören müssen, weil ich andere Sportarten gemacht habe und so und auch gerade dann, als es mit der Band anfing, so, dann ist es handtechnisch ein bisschen gefährlich. Ja, wer jetzt prüfen möchte, ob Guido dann beim COS Cup Finale am 28. Oktober in Rust gewinnt und Yannick Schall damit als neuen deutschen Meister ablösen wird, das könnt ihr gerne tun.
tun. Wir verlosen nämlich, ich bin mir auch völlig sicher. Ja. Du kannst ihn dir morgen ja auf der Games Convention mal angucken, ja, da wird er sein. Morgen schon den Burschen. Genau, da sehe ich auch überhaupt kein Problem. Nein, Spaß beiseite. Wir verlosen nämlich zwei Tickets für das COS Cup Finale im Europapark Rust mit Achterbahn fahren, mit den Donuts hören und sehen, inklusive COS Cup Finale. Und bitte einfach folgende Frage beantworten. Wie heißt denn das aktuelle Album der Donuts? Der Gewinner wird in 14 Tagen an dieser Stelle bekannt gegeben. So, tschüss, ich bin raus, ich hole mir jetzt auch erstmal ein Bier. Yes.